Nach diesem Video wirst du nie wieder Flüchtigkeitsfehler in Klausuren machen. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Dir geht es vielleicht so, du bist immer gut in Klausuren, ja, aber dann merkst du hinterher, dass es einfach immer 3, 4 Punkte weniger geworden sind, als du es eigentlich erwartet hättest. Und wenn du dir dann die Klausur genauer anschaust, fällt dir auf, es waren einfach wieder hauptsächlich Flüchtigkeitsfehler. Und das ist natürlich super ärgerlich, weil du ja gut vorbereitet warst, weil du die Klausur eigentlich auch gut bearbeitet hast, aber du hast einfach ein paar Dinge zu schnell beantwortet, zu schnell drüber gegangen, und wie du dem entgegenwirkst, das erkläre ich dir jetzt. Erstens, wo machst du die Flüchtigkeitsfehler? Das heißt, schau dir bitte unbedingt mal deine Klausur an und guck mal, wo genau machst du die Flüchtigkeitsfehler. Also zum Beispiel, fällt dir vielleicht auch aus deinem Gedächtnis ein, ja, wenn du nicht so viele Klausuren zum Analysieren da hast. Überleg mal, ist es in Mathe immer die Einheiten? Ja, das passiert super oft. Oder ist es in Englisch, ja, irgendwie immer ein false friend, den du sozusagen vertauscht, oder sonst irgendwelche Dinge, immer das Gleiche, ja, in einer anderen Sprache vertauscht du da immer irgendwelche Buchstaben und so weiter. Was ist immer der Flüchtigkeitsfehler, den du machst? Das als allererstes mal zu verstehen, welche Art von Flüchtigkeitsfehler du die ganze Zeit eigentlich für dich produzierst. Zweitens, schreib dir ein Hirnbarzel. Ja, ich meine, ich komme aus Bayern, und das ist was meine Mutter mir so in der 7. Klasse dann irgendwann beigebracht hat, weil ich, glaube ich, was habe ich immer falsch gemacht? Ich glaube, im Englischen habe ich immer dieses He, She, das Erasmus mit, das habe ich immer voll vergessen. Und dann hat sie mir quasi immer so ein Sticky Note, also quasi so ein, wie heißt das denn? Ihr wisst schon, diese Blätter, diese kleinen Quadrate, die auch kleben, hat sie mir quasi halt einfach nur Hirnbarzel, ja, guck mal, bei der Schweiz und so weiter, aber geschrieben, wo ich dann quasi immer dran erinnert wurde, ah, He, She, das Erasmus mit, also weil ich schon wusste, weswegen dieser Sticker quasi an meinem Federmäppchen drangehängt ist, habe ich quasi in der Klausur hingeschaut und dachte, ah ja, okay, shit, ich muss unbedingt auf hier, shit, das Erasmus mitachten. Und so habe ich einfach diesen Fehler nie wieder gemacht. Und genau das Gleiche kannst du halt für deine Klausuren auch nutzen. Ja, klar, vielleicht kann es sein, dass der Lehrer sagt, okay, du sollst kein Aufkleber, wo irgendwas draufsteht, auch wenn es nichts mit dem Stoff zu tun hat, aber gar nichts soll da mit an den Tisch, ja, auch voll verständlich. Dann reicht doch allein schon der Sticker, ja, oder du machst dir was anderes, ja, du kannst einfach nur hier zum Beispiel einen fetten Kreis oder ein fettes Warnzeichen auf die Hand malen, ja, weil da ist einfach die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass du in der Klausur nochmal drauf schickst, so, oh shit, ich muss in Mathe unbedingt auf die Einheiten achten, dann wirst du explizit auch die Aufmerksamkeit drauf richten und wirst den Fehler nicht mehr machen. Drittens, meditiere vor der Klausur. Das ist ja zum Beispiel eine Sache, die ich in der Oberstufe dann so ab der 12. Klasse immer gemacht habe, weil ich habe gemerkt, und wenn du nur 2 Minuten, nur 5 Minuten vor der Klausur dich nochmal von allen wegsetzt, für dich selbst meditierst, ich habe teilweise einfach auch, während die Blätter ausgeteilt worden sind von der Klausur, da kurz meditiert, mich einfach hingesetzt und bin in mich gegangen. Weil dadurch kriegst du so einen krassen Fokus, und dieser krasse Fokus sorgt dann auch dafür, dass sowas wie Flüchtigkeitsfehler viel, viel weniger auftreten. Wie Meditation funktioniert in der simpelsten und einfachsten Art und Weise, findest du hier rechts oben im i. Viertens, arbeite schnell für Korrekturmöglichkeiten. Das bedeutet, dass du als Ziel haben solltest, einfach jede Klausur, sag ich mal, 5 bis 10 Minuten schneller fertig zu haben, als eigentlich du Zeit hättest, damit du dann eben nochmal drüber lesen kannst. Und bei dem Drüberlesen auch nicht so sagen, oh, ich lese da mal drüber, sondern wirklich explizit nach deinen typischen Flüchtigkeitsfehlern suchen. Ja, wirklich, okay, habe ich da die Einheiten, okay, im Englischen, okay, habe ich das Wort richtig, das, okay, was mache ich da mal falsch, okay, das passt auch. Und da auch wirklich die Konzentration hochhalten, ja, das heißt, wenn du da am Ende denkst, boah, ich habe jetzt keinen Bock mehr, trotzdem konzentriert bleiben, wo ist der Fehler, okay, weil da kannst du mal so viel für dich selbst rausholen. Fünftens, achte schon bei den Hausaufgaben daheim darauf. Das bedeutet, so sorgfältig und ordentlich, wie du im Prinzip deine Hausaufgaben machst, so machst du es meistens auch in der Klausur. Weil natürlich nehmen wir uns in der Klausur vor, dann auf alles zu achten. Aber wenn du erst dann darauf achten willst, dann musst du noch drüber nachdenken, du musst dich an andere Dinge erinnern, du musst die Aufgaben bearbeiten, dann hast du gar nicht mehr so einen Kopf darauf, alles auch noch mega ordentlich zu machen. Du bist ja sowieso schon unter Druck gesetzt. Deswegen ist es viel sinnvoller, dass du daheim, wenn sowieso alles viel entspannter ist, dass du da schon drauf achtest, zum Beispiel Mathe, wirklich die Ist-Gleichzeichen immer richtig zu setzen. Auf x Quadrat, 2x, da keine Verwirrung reinzubringen. Einfach das richtig fokussiert und konsequent im Prinzip auch alles durchzuziehen, weil wenn du das gewohnt bist, bei den Hausaufgaben sowieso schon über Tage und Wochen so zu machen, dann wirst du es in der Klausur auch genauso machen und so halt einfach keine Flüchtigkeitsfehler machen. Yes, so viel zu diesem Thema. Wenn du beim Traumabitur-Coaching, beim neuen Coaching-Programm dabei sein möchtest, wo wir dir dabei helfen, als Oberstufenschüler stressfrei, ohne Druck und ohne Angst zu deinem Traumabiturschnitt zu kommen, dann trag dich einfach unter diesem Video im ersten Link ein, einfach ein paar Fragen beantworten,
Und dann wird sich bald jemand aus meinem Team bei dir melden und dann werden wir beide vielleicht auch schon bald persönlich miteinander sprechen, ob und wie ich dein persönlicher Coach werde und dich genau auf diesem Weg unterstütze. Also einfach eintragen und ansonsten denk dran, ich glaube an dich, wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leo. My dream, I can't let none of these looks in the vein.